Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Video von Pan Ocean Photo, eurer Webseite für ambitionierte und professionelle Unterwasserfotografie. Mein Name ist Roland Konrad und ich bin reisender Unterwasserfotograf. Heute melde ich mich vom indonesischen Maratua Atoll. Dies ist ein toller Platz, um im warmen, sonnendurchfluteten Wasser Großfisch und Korallen zu fotografieren. Sowohl bei Unterwasserfotografen wie auch bei Unterwasserfilmemachern spielt das Thema Filter immer wieder eine große Rolle. In diesem Video wirst du deshalb erfahren, wann und wie du sie einsetzen kannst und welche Vorüberlegungen du anstellen musst. In weiteren Videos hier auf www.panoceanphoto.com geht es dann darum, wie du in der Praxis mit den Filtern umgehst und wie du aus deinen Aufnahmen das Maximum in der Bildnachbearbeitung herausholst. Ich hatte ja gesagt, vor der eigentlichen Benutzung eines Filters stehen einige Vorüberlegungen. Als erstes, wann machen Farbfilter in der Unterwasserfotografie überhaupt Sinn? Im Prinzip ist es ganz simpel. Am häufigsten werden Filter in der Unterwasserfotografie eingesetzt, um den Farbverlust, sprich die Extinktion oder auch spektrale Adsorption des Wassers auszugleichen. Falls dir das jetzt nicht sagt, dann schau dir doch zunächst das Video "Wo sind all die Farben hin?" auf unserer Homepage www.panoceanphoto.com an. Im Wasser geschieht das immer, wenn der Lichtweg zwischen unserer Kamera und der Lichtquelle mehr als 4 bis 5 Meter lang ist. Denn dann gehen uns bekanntlich die Rotanteile des Lichtes flöten. Die Lichtquelle kann dabei entweder die von der Sonne angestrahlte Wasseroberfläche oder aber Blitze bzw. Lampen sein. Als Daumenregel gilt, benutze einen Filter nur dann, wenn dein Motiv tiefer als 5 Meter liegt und du, aus welchen Gründen auch immer, nicht näher als 2,5 Meter an dein Motiv herankommen kannst oder willst. Also, Filter haben ihren Platz in der Weitwinkelfotografie und nicht im Makrobereich oder bei Close-Up-Aufnahmen. Wie immer in der Fotografie machen wir uns Gedanken ums Licht. Ein Farbfilter verändert nämlich nicht nur die Farbigkeit deines Lichts. Zum einen ist da die Lichtstärke. Er verringert auch die Helligkeit. Jeder Filter schluckt Licht. Bei den handelsüblichen Unterwasser-Rotfiltern beträgt die Abschwächung eine halbe bis eine ganze Blende. Du verlierst also ein Viertel bis zur Hälfte der Helligkeit. Und das, obwohl Licht unter Wasser sowieso schon immer Mangelware ist. Also plane deine Tauchgänge für die Filterfotografie so, dass die Sonne möglichst stark scheint und dass sie so steht, dass sie dein Motiv gut ausleuchtet. Gegen trübes oder milchig erscheinendes Licht kommen wir mit Filtern nicht an. Optisch betrachtet wird dort das Licht im Grauspektrum, sprich in der Luminanz, verändert. Da helfen keine Farbfilter, da hilft nur das Arbeiten an der Ausleuchtung. Aber auch die Lichtqualität ändert sich. Filter machen das auf deinem Sensor fallende Licht etwas weicher. Der Effekt ist je nach Filterqualität und Aufnahmesituation unterschiedlich groß. Wenn du große Strukturen im Wasser fotografieren möchtest, können detailreiche Aufnahmen erschwert werden. Das nehmen wir aber meistens gern in Kauf. Schließlich sind Filter die einzige Möglichkeit, Farbigkeit in großen Motiven zu kreieren. Welche Ausrüstung brauchst du für die Filterfotografie? Ganz einfach. Kamera, Unterwassergehäuse und passenden Filter. Aber was bedeutet passend? Filter in der Unterwasserfotografie unterscheiden sich als erstes einmal in ihrer Montagemöglichkeit. Im Prinzip gibt es drei Arten. Die erste wird von außen auf deinen Port geklappt oder geschraubt. Der große Vorteil, du kannst sie auch im Wasser anbringen, wechseln oder wegnehmen. Anders bei objektivgebundenen Filtern. Diese werden vor dem Tauchgang direkt am Objektiv angebracht und sind dann unveränderbar im Gehäuse. Diese benutzen wir, wenn wir große und/oder gebogene Ports verwenden müssen. Für diese wären außen angebrachte Filter zu schwierig zu produzieren und sehr teuer. Als letztes gibt es noch Filterfolien, die zugeschnitten werden müssen. Diese bringst du dann, soweit vorhanden, an Filterhaltern des Objektives an.
Welche Filterart und Größe genau du für dein Gehäuse, dein Port, dein Objektiv oder deine Kamera brauchst, musst du im Einzelfall recherchieren. Der Handel hält hier die verschiedensten Varianten zur Verfügung. Gerade für Actioncams ist die Auswahl ziemlich groß. Als zweites unterscheiden sich die Filter in ihrer Färbung. Besonders populär sind Rotfilter für Aufnahmen im Blauwasser und Farbfilter im Magenta für grünliches Wasser. Die meisten im Handel erhältlichen Unterwasser-Rotfilter sind so eingefärbt, dass sie in klaren tropischen Gewässern wie im Mittelmeer oder der Karibik auf Tiefen zwischen 7 und 15 Meter den fehlenden Rotanteil des Lichtes ganz gut ergänzen. Wenn du dort fotografisch aktiv bist, hast du es einfach. Die Magenta-Filter sind in planktonreichen Kaltgewässern gut einsetzbar. Allerdings unterscheidet sich die Grünfärbung zum Beispiel in heimischen Süßwasserseen sehr deutlich. Ganz allgemein lässt sich sagen, kein Filter passt je perfekt. Alle ergänzen das Farbspektrum nur näherungsweise. Das ist auch logisch. Die Wasserfarbe entscheidet sich ja nach Tauchgebiet, Wasserart, Sonnenstand und nach Distanz, die das Licht durch das Wasser zurücklegt. Die genaue Farbanpassung erledigen wir in der Bildnachbearbeitung. Deshalb empfiehlt es sich, wie eigentlich immer in der Unterwasserfotografie, mit einem umkomprimierten Dateiformat zu arbeiten, sprich mit Kamera RAW oder Cinema RAW. Aber natürlich kannst du auch mit JPEG oder MPEG-Formaten arbeiten. Du musst nur beim Weißabgleich im Wasser etwas genauer sein. Dazu aber in den nächsten Videos mehr. Dann erkläre ich, wie du im Wasser zu farbig perfekt abgestimmten Aufnahmen kommst. Um das auf keinen Fall zu verpassen, abonniere doch einfach unseren YouTube-Kanal oder bestelle unseren kostenlosen Newsletter auf www.panoceanphoto.com. Natürlich kannst du uns auch auf Instagram oder Twitter folgen. Ich freue mich schon auf dich.